Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe gerade ein paar Tränke getrunken, ein Feuerkraut gefuttert, um meinen Mana hier wieder aufzufüllen. Und, wie versprochen, drücke ich auf den Schalter. Da tut sich was. Wow. Das sieht mächtig aus. Ich nehme mal lieber einen Zauber in die Hand. Einheiten sind Suchende. Mindestens einer, um genau zu sein. Was sind das hier für Statuen mit so glühenden Augen? Okay, das sind Ritter. Ich hoffe mal, das ist jetzt keine Falle. Und ja, da sind tatsächlich zwei Suchende. Machen wir das doch mal so. Das dürfte es einfacher sein. Ah, Stufe gestiegen. Gut, bringt mir gerade nicht wirklich was, weil ich nicht wirklich zurückgehen werde jetzt zum Schiff so kurz vorm Ende. Da oben sind zwei leuchtende Augen. Wow, creepy. Seht ihr es da rechts im Bild? Da hinten. Das ist creepy. Ich krieg mal eben hier noch ein paar Mana-Tränke. Da ist auch schon der nächste Suchende. So, da ist noch einer. Bleibst du da? Da ist einer. Na, dann machen wir das mal so. Ich kann ja auch seitlich laufen, ne? Vergesse ich immer wieder gerne. Aber geht natürlich. So, was haben wir hier? Ist hier auch einer? Ne? Hier ist keiner. Okay. Das heißt, ich kann hier mal halbwegs gemütlich mich heilen. Und mein Mana auffüllen. Ich trinke mal die 100er, was soll's. 3 und ein 50er. So, Suchende gibt's hier drin keine, aber ein Buch mit seltsamem Gekritzel, das ich nicht entziffern kann. Okay. Hier sind ein paar Tränke. Heiltränke. Sehr schön. Sehr schön. Und hier hinten? Mana-Tränke. Wow. Sehr gut. Und da ist noch ein Trank. Und was steht hier in dem Buch? Boah, krass. Nee, auch das kann man nicht lesen, aber ich sehe gerade die ganzen Wände hier sind voll gekritzelt. Oh mein Gott. Elixier der Stärke. Stärke plus 3. Wisst ihr, was das heißt? Damit habe ich 106 Stärke. Das heißt, ich kann meinen Typhoon endlich gegen einen Zweihänder austauschen. Und mache etwas mehr Schaden als vorher, denn ich mache jetzt 30 Schaden mehr. Dafür habe ich halt 5% weniger Chance, 106 extra Schaden zu machen. Witzigerweise heißt das, wenn ich noch mehr Stärke kriege, wird der Typhoon wieder besser. Weil der extra Schaden von der Stärke dann einfach wieder mehr ausmacht. Aber jetzt gerade ist der Zweihänder tatsächlich die bessere Wahl. Ups. Naja gut, der ist weg. Und dann würde ich mal sagen, probiere ich den doch gleich mal aus. So, das gefällt mir. Gut, Mana-Tränke, beziehungsweise ein Mana-Trank, um genau zu sein. Habe ich nicht hier? Doch, das habe ich doch auch noch, genau. Das habe ich doch auch noch. So, und bevor ich jetzt hier irgendwie groß weitergehe, will ich ehrlich gesagt auch nochmal ordentlich nicht voll heilen. Bei einer 10, ich bin noch 70, komm, auf die 5. Kommt es mir dann auch noch nicht an. Und hier noch ein paar feine große Tränke. Na komm, trink schneller. Schluck, du Held. Ist hier ein Suchender? Nein, okay. Hier ist die Folterkammer, wie es aussieht. Hier möchte ich lieber nicht gefangen genommen werden. Moment. Ich habe doch gerade
hoffentlich das richtige Amulett an, oder? Das Seelenrupf-Amulett. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil man ja nur... wenn hier die ganzen Suchenden rumspuken, will ich vielleicht nicht unbedingt... Schwarzmagier, okay. Ah, ich glaube, mit dem kann ich reden. Das mache ich auch gleich. Aber zunächst möchte ich sämtliche Suchenden, die mich hier überraschen könnten, beseitigen. Hier ist schon mal keiner. Dafür gibt es hier zu viele Spruchrollen. Und ihr merkt schon, ich werde hier ausgestattet vom Spiel für vermutlich einen sehr schweren Kampf. Ich schaue mir gleich mal an, was für Spruchrollen ich so habe und überlege mir dann, welche ich benutze gegen den Gegner. Auch hier ist nur noch seltsames Gekröse, das keiner versteht. So, und hier? Auch kein... Doch, da ist noch ein Suchender. Ha! Ja, da ist noch ein Suchender. Gewesen. Okay. Das dürfte der letzte gewesen sein. Hier ist noch so eine Folterkammer. Hier ist eine Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Jetzt fehlt mir ja der Schlüssel für. Hm. So, warte mal. Ich mache erstmal hier mein Mana voll. Und dann brauche ich noch 110 Lebenspunkte. Ja, ne? Hat sich die Heilpflanze gelohnt, mir zu schleppen. Okay. Nur um sicher zu gehen. Ich habe keine Ahnung, was der Schwarzmagier jetzt mit mir tut. Speichere ich vorher auf jeden Fall noch eine Runde. Hier ist sonst nichts mehr, okay? Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten? Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorath, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Verstehe, noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Ah, herrlich, diese trockene Mumie, ich finde das großartig. Du warst aber ein Anhänger des Schläfers, kenne ich den denn? Die Stimme kommt mir gerade hier etwas nicht bekannt vor aus dem ersten Teil. Du warst einmal ein Anhänger des Schläfers. Das ist graue Vergangenheit. Der Meister hat uns die Augen geöffnet. Jetzt wird uns niemand mehr aufhalten. Der Meister hat uns den einzig gangbaren Weg gezeigt, mit euch Ungläubigen fertig zu werden. Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Das kommt mir bekannt vor. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine schöne Herrlichkeit, wenn er einfach alle umbringt, die ihn nicht toll finden. Tja. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ja. Ja, ist wohl wahr. Oh, wow. Schluss mit dem Gefasel. Ich werde dich vernichten. Dein Augenlicht wird schwinden und dein Geist wird in der Dunkelheit vergehen. Ohne das Seelenrufamulett hätte ich jetzt ein ernstes Problem. Na gut, okay, das war jetzt nicht so schwer. Wie viel hältst du denn physisch aus? Oh, gar nicht mal so viel. Kann ich vielleicht sogar ein bisschen Mana sparen. Tschap, 600 Erfahrung. Ein Mana-Trank, eine Schriftrolle, ein Truhenschlüssel. Ah, ein Truhenschlüssel. Schau mal einer an.
Ein Truhenschlüssel. Moment, zuerst mal lese ich mal die Schriftrolle. Was er so hier aufgeschrieben hat. Kadosh MM Kada. Das Auge der Macht erleuchte deinen Weg. Deinen Weg. Ja, deinen Weg, nicht den Weg. Deinen Weg. Ah, und das ist tatsächlich auch der Schlüssel für diese Truhe. Mit dem Auge der Macht in der Schriftrolle erwähnt. Nochmal ein paar Heiltränke und Mana-Tränke. Okay. Und noch ein Schnaps. Eine Schnäppes, um sich Mut anzutrinken, nehme ich an. Na, die Einladung nehme ich doch gerne an. Prost. So, dann fehlt mir noch etwas, ein bisschen Mana. Getroffen hat er mich ja nicht, das heißt, heilen muss ich mich nicht. Ansonsten habe ich den hier durchsucht. Da ist nichts zu holen. Den da. Nichts zu holen. Ja, okay. Gut, dann gehe ich mal zu diesen gruseligen Augen, die ich schon am Eingang des Raumes gesehen habe. Und werde zur Sicherheit hier nochmal speichern. Kadosh MM Kadar, öffne dich. Na, nicht sitzen bleiben. Wir wollen ja nicht zu diesen, zu dieser seltsamen Statue von Belia, Fragezeichen, beten. Das muss ja dann irgendwie doch nicht sein. Hui, jetzt bin ich sehr gespannt, was hier hinten wartet. Und es ist eine große Höhle, ein untoter Drache. Ja, ich glaube, ich habe schon ein bisschen verraten zwischendurch. dass sowas auf uns wartet. Nun, die Sache ist die, wenn da ein Drache ist, sollte ich vielleicht das Auge Innos tragen, ne? Mal so gesehen. Das wird, soweit ich weiß, ohnehin automatisch abgelegt. Das heißt, ich kann direkt Innos göttliche Aura auswählen für danach. Und spätestens jetzt bringt mir der Eisblock nichts mehr. Leichte Wunden heilen, ja, eventuell. Der Blitzschlag wird mir auch nichts mehr bringen. Sondern, was ich verwenden werde, ist... Ich mache mir erstmal ein heiliges Licht. Das hält nämlich eine Weile. Da kann ich die Rune weglegen. So, was ich wirklich benutzen möchte. Ich werde heiliges Geschoss versuchen. Die Todeswelle auf jeden Fall. Todeshauch klingt gut. Feuerregen ist auf jeden Fall bestimmt gut. Untote vernichten gegen untoter Drache? Ja, kann man doch versuchen, ne? Eiswelle wäre eine Idee. Die funktioniert, glaube ich, auch bei großen Gegnern. Todeswelle euch als Rune. Monsterschrumpfen wäre witzig. Das mache ich mal aus. Und ansonsten wäre doch die Idee, ein paar Dämonen zu beschwören, die mich vor den Gegnern beschützen. So, das heißt, ich probiere zuerst... Moment, ich mache das mal... Ich muss das mal andersrum machen. Meine letzte Option... sind die Dämonen, die mich beschützen. Nein, der Feuerregen, um offensiv zu sein. Davor die Dämonen, davor versuche ich den Todeshauch und Tode vernichten. Und als allererstes will ich Monsterschrumpfen versuchen. So, denn ich arbeite mich dann einfach von rechts nach links über die Tastatur. Das ist einfacher als von links nach rechts. Da muss ich mir nicht merken, wo ich zuletzt war. Und jetzt, untoter Drache, lass uns reden.